finde übrigens eine sehr schöne Flasche. Ja, das haben sie wirklich gut gemacht. Das haben sie toll gemacht. Und zwar ist das ja wohl der Beginn einer neuen Edition, ne? Der erste Teil einer Edition, die irgendwie Original Stories oder so heißt. Und da wollen sie so ein bisschen wieder zurück zu ihren Wurzeln, zu ihren Traditionen zurück. Ja? Und der heißt ja auch Illicit Stills. Das ist so die Schwarzbrennerblasen, ne? Ja. Schwarzbrennerei. Quasi die geheime Brennblase oder die verbotene Brennblase, ne? Ja, genau. So haben sie ja irgendwie alle angefangen, indem sie erstmal schwarz gebrannt haben und dann irgendwann eine Lizenz gekriegt haben. Und so war das hier auch. Wer erst angefangen hat mit Illicit Stills, war ursprünglich ja mal Aaron. Die hatten damals so eine Serie mit diesen Büchern. Warte mal. Habe ich sogar. Kann ich mal einmal hier rübergreifen? Genau, ja? Genau. Und das ist ja, guck mal, das ist ja ein herrliches, also von der Verpackung her und sowas, also wirklich klasse, gell? Super, super, super. Ja, da habe ich, Gott sei Dank, habe ich da alle drei von, weil ich dachte, das ist tatsächlich mal so eine kleine Geschichte. Da kann man mal spekulieren, ob die im Preis nicht mal irgendwann so ein bisschen nach oben gehen. Ja. Ich habe es auch probiert, ich habe es ja mal alle getestet da bei mir im Kanal. Und sind schon gut, aber die Aufmachung ist halt das, was so toll ist. Ne? Ja, die Aufmachung, die haben sie jetzt hier bei dem auch gut gemacht. Das Etikett haben sie so ein bisschen auf alt gemacht. Genau. Das ist also, ich habe nämlich erst gedacht, Mensch, ist da Staub drauf oder so, aber das ist wirklich auf alt gemacht. Auch schön mit dieser, zackig, hier oben gezackt. Ne? Ja. Ähnlich wie du es von alten Fotos kennst, wo dann die nicht gerade geschnitten waren, sondern wo die so ein bisschen gezackt waren. Ne? Genau. Also das. Und es steht ja auch drauf, das ist quasi an die Gründung oder inspiriert von unserem Gründer damals und soll also an diese Zeit erinnern. Ob man natürlich um Geschmack da jetzt auf diese alten Zeit zurückgreift, das weiß ich nicht. Obwohl ich jetzt in diesem Jahr schon mal sehr gute Erfahrungen gemacht habe mit Johnny Walker. Mhm. Die haben ja aufgrund ihres 200-jährigen Jubiläums haben die eine Celebratory Blend rausgebracht mit, glaube 54%. Ne, 51%. Und der wurde nachempfunden, den alten Whiskys von vor ca. 200 Jahren oder vor 150 Jahren. Und muss sagen, der geschmacklich ist der top. Und da hätte ich nie, also blind würde ich da nie auf einen Blend tippen, schon gar nicht auf Johnny Walker. Wirklich sehr gut gemacht. Und ja, jetzt müssen wir mal sehen, was bei Glenlivet da rausgekommen ist. Aber ich sehe heute, Thomas, ich muss jetzt nochmal kurz fragen, du bist jetzt heute du hast einen anderen Hintergrund, du hast ein neues Zimmer. Ja, ja, ich meine, das hatte ich ja bei dem, bei unserem... hatten wir es beim letzten Mal schon? Beim irischen Testing auch schon. Genau, ja. Genau, St. Patrick's Day, da war ich auch schon hier, da war ich aber ganz frisch drin. Und ja, ich muss mal gucken. Also ich überlege ja schon, ob ich mal wieder Einzelvideos auch drehe. Die sind dann natürlich wieder auf dem roten Sofa. Aber ich dachte so, unsere zwei, damit die sich so ein bisschen abheben, mach jetzt mal hier in dem Zimmer so ein paar Malereien da im Hintergrund. Ja, genau. Dein Hintergrund ist ja auch super. Machst du eigentlich malst du deine Cover für die Bücher selber oder macht es jemand anders für dich? Das ist ziemlich gemischt. Also ich habe die früher immer selber gemacht und dann zwischendurch kam aber auch mal ein anderer Illustrator und so. Ich muss mal gucken, also ich hätte schon Lust, auch mal wieder für meine Bücher selber Cover zu machen. Ja. Muss ich natürlich den Verlag noch so ein bisschen überzeugen, weil ich mache das ja immer noch so ganz traditionell mit Ölfarben und Pinsel. Ne? Das ist ja heutzutage auch schon wieder so eine aussterbende Gattung, macht ja kaum noch jemand. Die jungen Künstler arbeiten alle digital. Machen auch tolle Sachen, ganz klar, aber ich will mich da nicht mehr umgewöhnen müssen. Mir macht das viel zu viel Spaß, wirklich mit Ölfarben zu malen. Und ja, schauen wir mal. Also wenn ich mal wieder so ein Roman mache, ich habe ja so eine Reihe für Jugendliche mal, die Chroniken der Weltensucher, die spielen so im 19. Jahrhundert und da passt das natürlich auch super mit einem ölgemalten Gemälde drauf. So, da ist das schön. Aber wenn du jetzt einen Zukunftsroman hast, weiß ich nicht, ob der Stil so passt. Ne? Das ist immer so eine Geschichte. Ja, das wirst du ja nicht alleine entscheiden, oder? Wird ja noch, du hast ja bestimmt, da hat der Verlag, viel zu erzählen dazu. Ja. Genau. Weil du vorhin gesagt hast, bei den alten Destillerien, du warst ja immer großer Highland Park-Fan. Ne? Ja, ja.
Bist du noch Heil- und Tag-Fan? Tatsächlich ist das ein bisschen bei mir abgekühlt. Das war so im Laufe dieser ganzen Sondereditionen mit Thor und Freier und wie sie alle hießen. Und da habe ich so den Eindruck gehabt, die bauen mehr auf Marketing als auf Qualität. Ich meine, die Whiskys waren okay, aber sie waren einfach zu teuer für das, was sie geliefert haben. Und da bin ich so ein bisschen tatsächlich weg davon und habe mich mehr solchen Distillerien zugewendet, wie zum Beispiel Springbank, ne? Und die habe ich auch besucht vor 2 Jahren oder 3 Jahren, ist auch schon, wo wirklich alles noch mit der Hand gemacht wird, ne? Also das ist Ja. komplette Handarbeit. Und die machen halt nicht viel Schnickschnack, die machen nicht viel Tamtam. Das sind absolute Liebhaber-Whiskys und wer so auf traditionelle Whiskys steht, der wird an Springbank nicht vorbeikommen. Das ist natürlich eine tolle, tolle Sache. Die kosten auch ein bisschen mehr, aber die machen kein Marketing. So, und Ja, das stimmt. Und deswegen, die Frage hat ja den besonderen Hintergrund, weil ja. Highland Park hat man ja früher immer vorgeworfen, also was früher, ich sag mal vor 3, 4 Jahren, dass sie mit dem Marketing viel zu viel verkauft haben. Die waren vielleicht aus heutiger Sicht dem Markt schon 2 Jahre voraus. Die haben also schon richtig gut verkauft. Aus, wenn die heute ihre Serien verkaufen würden, ich glaube, die könnten dann teilweise fast noch ein bisschen mehr verlangen. Ne? Obwohl, selbst wenn sie es selber verlangen, die würden weggehen wie warme Semmel jetzt, wenn die jetzt neu rauskommen. Und du hattest mir im Vorfeld mal geschrieben, ach, mit neuen Whiskys haben wir aktuell so ein bisschen saure Gurkenzeit. Ja. Ich habe dir dann erzählt, also aktuell weiß ich gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht, weil immerzu was Neues kommt. Das ist eben die unterschiedliche Wahrnehmung. Für mich war es wirklich schön, dass du das so gesagt hast, weil ich gedacht habe, saure Gurkenzeit, wie kommt denn der da drauf? Es ist wirklich so, von Highland Park zum Beispiel hört man aber wirklich in letzter Zeit fast nichts mehr. Planen sie was Neues, weiß ich nicht, aber es kommen jetzt so viele neue Abfüllungen, auch neue Destillerien, die eben auf sich aufmerksam machen. Ja. Und weil du es gerade sagst mit Springbank. Springbank ist jetzt so eine Destillerie geworden, die absolut im Hype ist. Ich muss ja auch zugeben, ich habe ja früher Springbank nicht gemocht und irgendwie seit einem Jahr hatten die zwei, drei Abfüllungen, wo ich gesagt habe, ey, die sind wirklich gut. Die Flaschen sind immer alle ausverkauft, selbst die Standards 10-jährige oder 15-jährige. Und da gab es jetzt einen Local Barley, der war erstens so total schlecht zu kriegen. Der hat ursprünglich, ich denke mal, so um die 120 € gekostet, wird gehandelt für 350. 10 Jahre, und da sind wir wieder bei den Farbkäufern. Ganz dunkel, der ist jetzt mal im Sherryfass gefinisht. Oder war der sogar matured, aber ist egal, jedenfalls Sherry-Anteil ist sehr hoch. Und mittlerweile, weil du sagst, auch bezahlbar, mittlerweile so gehypt, sobald die rauskommen, sind die fast weg. Ja, ehrlich Also. gesagt, vielleicht war das der Eindruck, warum ich gesagt habe, irgendwie für mich ist gerade so ein bisschen saure Gurkenzeit. Weil ich auf solche Spekulationszüge nicht aufspringe. Da habe ich andere Ecken, Stichwort Bitcoin, das raubt mir schon den letzten Nerv. Da muss ich nicht auch noch den Zirkus mit Whiskys mitmachen. Deswegen greife ich tatsächlich eher wirklich, wenn ich Lust habe, mal was Neues, dann auf so eine Standarddestillerie, wo ich weiß, hier, da kriege ich ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und Genau. diesen ganzen Hype mache ich nicht mehr unbedingt mit. Ja, also Springbank, wie gesagt, ich mag sowohl die Hazelburns, ich mag auch die Longrose und die klassischen Springbank. Ich finde es einfach eine spannende Destillerie, zumal wenn man sie mal von innen gesehen hat, dann muss man die einfach lieb haben. Das ist so urig, da denkst du wirklich, du bist in einem Whisky-Museum, so im 19. Jahrhundert. Da liegt da irgendwo noch so in der Ecke im Hof so ein Torfhaufen rum und die Leute schlappen da mit Holzkarren über den Hof. Also es ist wirklich ganz bizarr. Vor allem, wir haben auf demselben Urlaubstrip, da haben wir dann noch Arran besucht, ne, auf der Isle of Arran, das ist ja nur ein paar Kilometer weiter. Alles hypermodern, blinkend, ne, so super. Größer könnte der Ganz Unterschied anders. gar nicht sein. Ja, So. ja. Aber. Du,
Da gebe ich dir recht. Also ich habe das ja auch gehabt. Also Campbellton und danach auf Arran. Und ja. Arran ist halt einfach eine neuere Destillerie, ganz klar. Ne? Ja, Das ist schon ein Unterschied. Für mich war damals Springbank die erste Destillerie, wo ich die Rattenfallen offiziell da liegen gesehen habe. Weil ja. Die melzen ja alles noch selber hier auf ihrem Boden. Ich meine, das hat mich damals ein bisschen erschreckt. Das war das erste Mal, dass ich es gesehen habe, aber eigentlich ist es ja verständlich. Ist ganz klar, wenn da überall Getreide rumliegt, ja, dass da natürlich auch irgendwelche Tiere kommen. Und dann irgendwann habe ich mal wieder meine Lieblingsdestillerie Benriach damals besucht. Hm. Die haben das zwar ein bisschen heimlicher gemacht, aber da war gerade einer da. Das war quasi der Kammerjäger. Der hat auch irgendwelche Fallen ausgewechselt und hat Gift ausgelegt und so. Da darfst du nichts mehr sagen über Springbank, weil Benriach war es dann genauso. Ich habe vielleicht vorher die Augen verschlossen davor. Ich habe es nie gesehen, aber bei Springbank war es mir aufgefallen. Und da ist mir sowieso, damals war ich noch nicht positiv auf Springbank. Ne? Da ist mir alles negativ aufgefallen, was negativ auffallen kann. Das ist so, wenn man gerade nicht so positiv gestimmt ist. Gell? Ja. Also, aus heutiger Sicht kann ich drüber lachen. Damals habe ich mich vielleicht manchmal über manche Sachen geärgert, aber heute kann ich drüber lachen. Gell? Ja, ja. Aber wie ist denn das bei was? Hast du schon mal Glenlivet besucht? Glenlivet habe ich besucht, habe eine schöne Führung gemacht. Ist ja auch alles neu, wo ich dort war. Ne? Also das ist ein schönes Visitor Center, war ich schon zweimal drin im Visitor Center. Mhm. Und ich muss sagen, es war sehr angenehm, die waren immer sehr freundlich, man konnte wirklich probieren. Das war eine schöne Geschichte. Da muss man, glaube ich, sogar nichts bezahlen, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Und die Führung auch in der Destille war sehr angenehm. Aber wie gesagt, die Whiskys, ich habe ja ursprünglich auch den Zwölfer gerne getrunken. Der war schön blumig, fruchtig. Das war so auch einer der ersten. Das ist zwar keiner, der jetzt dich ewig begeistert, aber ich meine, das ist einer, den man immer wieder einschenken kann. Ja, also, ja genau. Also wirklich ein Einsteiger-Whisky, unkompliziertes Ding. Ich fand das bloß so spannend, weil wie du sagst, es ist jetzt eine moderne Destillerie geworden. Und jetzt springen sie so ein bisschen auf diesen alten Zug auf und sagen, machen wir mal eine Whisky-Reihe, die so die Traditionen wieder aufleben lässt. Ne? So wie 1824. Ich meine, man kann ja mal wirklich, man muss positiv festhalten, er ist zum Beispiel nicht gefärbt, nicht kältefiltriert, also von daher schon relativ naturbelassen und für Glenlivet mit ordentlichen 48 Volumenprozenten abgefüllt. Und dann hast du 12 Jahre und ich glaube, die Flasche bekommt man so um die 40 Euro. Was, wenn der Whisky gut ist, ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis wäre. Ja. Also preismäßig liegen beide dicht beieinander. Ne? Ja, ja. 14-Jährige vielleicht immer mal so 2-3 Euro ein bisschen mehr als der Glenlivet, obwohl der Glenlivet nicht mehr so lange verfügbar ist. Es gibt noch einige Shops, die den haben, aber der ist ja wirklich limitiert und da kommt dann halt die nächste Abfüllung. Ne? Ja. Aber der hat, also ich hätte nie ein Video von Glenlivet eigentlich gemacht, aber viele meiner Bekannten waren auf einmal begeistert von dem. Ich habe den erst jetzt später gesucht. Und habe Glück gehabt, dass irgendein Großhändler noch, der hatte noch 8 Flaschen. Mhm. Und er hat gesagt, ja, eine Kiste kannst du zu mir schicken. Ne? Mhm. Und ja, das ist dann jetzt auch dieser Restbestand, wo ich gedacht habe, den muss ich jetzt auch mal probieren. Und dann, hattest du den schon probiert vorher mal? Also ich habe ihn jetzt vor dem Tasting, habe ihn gestern aufgemacht und schon mal ein bisschen dran genippt, weil ich ja finde, also gerade in der Trinkstärke und so mit der Qualität sollte man so ein bisschen Luft kriegen. Aber sonst kannte ich den auch nicht. Nee. Ach so, da hast du nur Gutes gehört wahrscheinlich von ihm. Weil ich habe Gutes gehört von dem und ich bin ein riesengroßer Fan zum Beispiel von dem Glenlivet Nadura. Den gab es mal vor ein paar Jahren, so in der 16-Jahre-Edition. Und Nadura ist ja auch naturbelassen, nicht filtriert, nicht gefärbt und so weiter. Und von dem bin ich mega begeistert. Immer noch. Ich habe auch noch ein paar Fläschchen, Gott sei Dank, von dem. Da habe ich mir tatsächlich mal auch so ein paar bestellt, weil ich dachte, das ist so einer, den sollte man eigentlich immer im Regal haben, weil der richtig, richtig gut ist. Und witzigerweise habe ich jetzt, als du mir den vorgeschlagen hast, habe ich gedacht, na, mal schauen, vielleicht geht der ja so ein bisschen in die Richtung auch. Ne? Ja. Also,
Also ja. Mit dem Natura ist so, die Serie haben sie ja abgesetzt. Also die Natura machen sie nicht mehr. Ne? Ja. Aber es ist halt ganz normal, dass bei den Firmen immer wieder was Neues mal rauskommt. Ne? Ja. Und von der Seite her, ja, war zwar schön, aber wenn ich jetzt sehe, was bei Benriach passiert, da hat man jetzt schon zwischen den Zeilen immer reingeschrieben, dass er zukünftig, also die halten sich die Option offen, dass er kühl filtrieren können und färben können. Mhm. Ja? Wo wir als Whisky-Verrückte, als Whisky-Nerds natürlich sagen, nee, das wollen wir nicht. Ne? Nee, eben. Aber im internationalen Markt macht sich wahrscheinlich da nicht so viel Gedanken. Genau. Als Stückzahl verkaufen können, ich sag mal in Amerika oder Asien, dann spielen wir wahrscheinlich nicht so die große Rolle. Ne? So sieht's leider aus, ja. 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 Aber das Schöne ist ja hier bei dem, dass sie da wirklich mal wieder an die Wurzeln zurück wollten. Ja. Also man sieht auch, die Flasche ist jetzt braun gefärbt, ne? Aber wenn man den Whisky dann einschenkt und im Glas hat, hat er eine wunderschöne Naturfarbe. So. Er hat jetzt auch irgendwie eine Reifung in Bourbonfässern, Ex-Bourbonfässern und Oloroso Sherry. Ja, ja. Das macht natürlich auch was aus bei der Farbe. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe hier schon ab und zu mal die Nase reingehalten. Ich finde den ganz wunderbar in der Nase. Ja, und du merkst in der Nase schon so ein bisschen diese Fruchtigkeit, diese Sherry-Einflüsse, die sind da. Ja. Und was für mich sehr positiv ist, dass die nicht so stark kommen, sondern dass die schön harmonisch rüberkommen. Mhm. Schöne Fruchtigkeit gepaart mit dieser leichten, ich sag mal, Bourbonfassnote. Ja. Ich finde, er hat tatsächlich auch ein bisschen Ähnlichkeit in der Nase mit dem Glenfiddich. Er geht noch so etwas mehr so in diese Saftorangen-Richtung. Ja, genau. Pressorange. Aber er ist auf jeden Fall sehr fruchtig, sehr aromatisch, vanillig. Aber die 48% kommen mir jetzt nicht so viel stärker vor wie der Glenfiddich. Ne? Nee. Also ich habe auch den Alkohol gar nicht in der Nase. Jetzt habe ich den hier schon so ein bisschen eingeschenkt. Der durfte schon so etwas atmen. Vielleicht ist es, aber er ist überhaupt nicht alkoholisch oder sprittig oder so. Oder schon gut. Also allein von der Nase her macht er schon Spaß. Ja. Ich finde, der hat so ein bisschen, ich weiß nicht, hast du das auch? So ein bisschen tropische Früchte auch, so eine Ananas oder sowas. Ja, also diese Fruchtsäure, die so ein bisschen, ne? Mhm. Aber ich bin jetzt wirklich immer noch ich bin jetzt eher sogar Richtung Grapefruit. Ich wollte sagen, diese Orangenschale, sag mal, ätherischen Öle, die da so rauskommen. Aber jetzt bin ich eher in dem Moment, wo ich es gesagt habe, Mensch, so Grapefruit hatte ich vor kurzem. Das kommt eher dem ein bisschen näher. Ja, bin ich bei dir. Finde ich auch. Es ist weniger Äpfel und Birnen, als vielmehr wirklich diese Ananas, diese Grapefruit. Natürlich auch eine schöne Vanille. Ja, riecht toll. Da fragt man sich, ob der 1824 auch so toll gerochen hat. Also die schöne Fruchtigkeit, der riecht so ein bisschen wie Fruchtgummis auch, sowas, oder? Ja, genau so. Habe ich auch gedacht. Es gibt so bei Gummibärchen gibt es so, so bestimmte Aromen, die sind ja, so etwas in die Richtung. Aha. Aber nicht so krachsüß, sondern diese Fruchtaromen, ne? Genau. Das muss ich sagen, das finde ich gut. Gefällt mir sehr gut in der Nase. Also, probieren wir mal, oder? Slange. Slange. Schon lecker. Wunderbar. Mhm. Der ist auch ein bisschen saftiger als der Glenfiddich eben. Ja. Wenn man die jetzt wirklich im Kontrast hat, Glenfiddich war wirklich um einiges trockener. Ja. Und hier hast du diese saftigen,
Blutorangenaromen teilweise, würde ich sagen, weil du hast so ganz leichte, ja, diese Bitternoten, die eben bei Grapefruit noch mitkommen, die hast du auch so ein bisschen mit drin. Also finde ich. Genau so. Also ich finde auch, er hat deutlich mehr Süße als der Glenfiddich. Mehr Malz, mehr Honig. Und dann kommen diese Früchte. Und dann finde ich, witzigerweise habe ich jetzt auch noch so einen Marzipan irgendwie auf der Zunge. Auf den zweiten Schluck ist der erst richtig gut jetzt. Also, ja. Weil die Süße hatte ich am ersten nicht, aber beim zweiten Schluck hatte ich jetzt eine Süße. Ja. Da komme ich wieder Richtung diese Fruchtgummis irgendwie. Ne? Genau. Klasse. Ja, der ist super gelungen. Der ist wirklich, also... Ich tue jetzt trotzdem noch mal 2 Tröpfchen Wasser rein. Ah ja, okay, mache ich auch mal. Dann schauen wir mal, was sich da noch so tut. Aber so richtig schön fruchtig, saftig. Also der war... Ja. Also komplett anders als der Glenfiddich. Also am Gaumen auf jeden Fall. In der Nase habe ich noch so gewisse Ähnlichkeiten gespürt. Genau. Aber am Gaumen ist der ganz anders. Ach, das ist wirklich. Der ist ja wirklich, der ist so schön weich und cremig so und weniger von diesen Bitterstoffen. Nase mit dem Wasser habe ich sogar ein bisschen mehr Süße in der Nase noch. Ja, also nicht nur in der Nase, ich finde auch am Gaumen wird er noch süßer, wenn man noch ein bisschen Wasser dazu gibt. Wenn man den vielleicht so runter verdünnt auf 43 oder so, dann wird er noch süßer, noch aromatischer. Und der ist jetzt cremig, ölig oder, ne? Ja. Eher cremig, ölig ist vielleicht übertrieben, aber so ein bisschen cremig, also schön geschmeidig am Gaumen. Oh, der ist wirklich gut gelungen. Der ist wirklich gut. Also da überlege ich mir tatsächlich, ob ich mir noch ein zweites Fläschchen irgendwo hole, um den mal ins Regal zu stellen. Weil wenn das wirklich eine Serie jetzt wird und du sagst, der ist limitiert, dann wäre es mal interessant, die auch mal so gegeneinander vielleicht zu verkosten später. Aber von der Serie ist noch nicht weiter bekannt, wie willst du daraus machen wollen, weil die halten sich natürlich, wenn sie sagen, wir machen so eine, ich sag mal, historische Serie, ja, da kannst du natürlich immer wieder was Neues mal kreieren, ne? Also ist ja. Genau. Ach, ich glaube, der ist jetzt sogar viel fruchtiger noch und ja, wirklich so mit der Zeit im Glas, gell? Also der, ja, das tut ihm unheimlich gut. Ein bisschen Wasser und ein bisschen Zeit im Glas. Und jetzt habe ich auch wirklich so dieses volle, weißt du, wenn du so eine Tüte Weingummis aufmachst und da so reinschnupperst. Solche Aromen sind da jetzt auf einmal. Also sehr tropisch, finde ich. Genau, jetzt, er wird immer tropischer. Er wird immer tropischer, genau. Ja. So ein bisschen Mango oder Kaki oder so. Ja. Ja, sieht diese schöne reife Kakis, die, also herrlich, die sind schön saftig und so. Das ist super, ja. Ja. Schöner Whisky. Also wirklich. Also, und ich finde tatsächlich, also wenn man überlegt, ne, 48%, naturbelassen, 12 Jahre, 40 Euro. Mein Hallo? Wirklich, also. Und dann noch limitiert. Ich weiß gar nicht, wie die diese Preisgestaltung machen, aber der ist auf jeden Fall sein Geld wert. Also wenn ihr mal eine Chance habt, den noch irgendwo zu ergattern, dann holt euch eine Flasche. Ihr werdet garantiert nicht enttäuscht sein. Bin ich echt überzeugt von. Ich überlege jetzt gerade, ob da drauf steht, wie viele Flaschen es davon gab, aber es steht hier nicht drauf. Habe ich im Internet auch nicht gefunden. Was, nee, ne? Nee. Normalerweise steht das ja immer irgendwo, aber in dem Fall, ja... Keine Ahnung. Der ist ja. Jo, also da haben sie wirklich was Gutes gemacht, muss man echt sagen. Also. Schöner Tropfen. Kriegt von mir 89. Ja, schon um einiges Unterschied. Das muss man echt sagen, ja. Ja. 5 Punkte besser.
als der Glenfiddich. Ich werde den Glenfiddich nachher nochmal gegenverkosten. Ja, nur um sicher zu gehen, dass ich ihm nicht Unrecht tue. Das ist mir schon mal passiert, so. Gerade auch mit Glenfarclas. Weiß ich noch, den 15-Jährigen habe ich dann später auch nochmal gegenverkostet, ja, und festgestellt, oh, habe ich wohl eine schlechte Flasche, schlechtes Fass erwischt, was auch immer. Und manchmal braucht so ein Whisky einfach auch eine gewisse Zeit, um sich erstens zu entfalten und zweitens im Kopf auch sowas freizusetzen. Ne? Also nicht jeder Whisky ist gleich beim ersten Schluck, bin ich gleich begeistert davon. Manchmal braucht man einen zweiten, dritten Anlauf. Genau. Dann stellt man fest, da ist doch was drin, was ihn einzigartig macht, so, und besonders. Deswegen, ja, das probieren wir nochmal. Hast du das Video nochmal gemacht, weil es viel Kritik gab, oder hast du es dann für dich selber festgestellt, dass der einfach sich geändert hatte und du eben eigentlich nicht gerecht geworden bist im ersten Video? Ich war eigentlich fertig mit dem Whisky. Ich habe gedacht, den muss ich nicht haben, der gefällt mir nicht. Und dann kam ein Freund vorbei und meinte, er hat gerade eine Flasche gekauft, ob ich nicht Lust hätte, den nochmal zu probieren. Und ich habe gesagt, na, was soll's, klar, warum nicht und so. Und habe festgestellt, das war eine ganz andere Qualität auf einmal. Da lagen natürlich auch so zwei Jährchen dazwischen. Aber ich habe gedacht, das hat mir dann so leid getan, dass ich den beim ersten Mal so niedergemacht habe, dass ich dachte, also, komm, okay, dann drehst du nochmal ein zweites Video, ja, um das nochmal klarzustellen, dass ich da ganz offensichtlich einen Fehlgriff gemacht habe. Damals war einfach eine schlechte Charge, was auch immer da passiert ist. Und jetzt haben so einige Leute bei den alten Videos da immer drunter geschrieben, mach doch nochmal eine Neuverkostung. Probier doch die alten ruhig nochmal, wie sie denn heute sind. Und mir ist schon aufgefallen, dass die teilweise über die Jahre hinweg ganz schöne Veränderungen durchmachen. Also ich sage jetzt mal, Talisker 10, der war vor 5 Jahren, war der richtig, richtig gut. Jetzt habe ich ihn nochmal probiert und dachte, boah, der hat aber ein bisschen abgebaut. Ne? So, also es geht nicht nur immer alles rauf, es geht manchmal auch runter und umgekehrt. Also vielleicht keine schlechte Idee, die nochmal so ein bisschen gegen zu verkosten. Generell, also, aber es kann natürlich auch immer an einem selber liegen, weil der Geschmack ändert sich. Ich sage das immer gerne, ich habe ja als Kind auch nicht gerne mehr Rettich gegessen und mittlerweile esse ich das oder ich liebe das. Ne? Also, und es kann auch richtig schön scharf sein, was der Geschmack verändert sich im Laufe der Zeit. Ja. Und man hat natürlich auch manchmal Geschichten, die man damit verbindet, gerade beim Talisker 10 Jahre, das war der zweite Whisky, den ich in Schottland 2006 probiert habe, der mich eigentlich dann abgeholt hat und zum Whisky gebracht hat, weil der erste war Aberfeldy 21, da war ich noch nicht so, das war halt mein erster Whisky und ja, wusste ich ihn noch nicht einzuordnen und dann Talisker, das war eine Offenbarung für mich, ich dachte, was? So gut schmeckt Whisky? Also, und da gehört halt die Geschichte dazu. Deswegen bin ich mit dem Talisker 10 zum Beispiel immer irgendwie auch verbunden. Und es kann auch sein, dass man sich selber ändert, das ist ganz klar. Ne? Ja, ja, also das ist alles möglich. Das ist alles möglich. Ja, aber auf jeden Fall zwei sehr schöne aus zwei sehr großen Destillerien. Wieder viel Spaß gemacht, mit dir gemeinsam hier zwei Whiskys zu verkosten. Und ich halte mal fest, wir gehen demnächst in die Lowlands, wenn du da zu wenig weißt. Das sind für dich neue Sachen. Ja. Und wir bleiben dran. Ich würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr davon haltet. Oder habt vielleicht noch andere Ideen, was wir gemeinsam mal verkosten können. Und ich habe zu Thomas vorher gesagt, wir müssen nicht unbedingt eine Stunde machen, aber ich sehe schon, wir kommen einfach aus dem Erzählen nicht raus. Es ist spontan. Wir wissen vorher manchmal nicht, wie sich das entwickelt. Nee, nicht manchmal, sondern wir wissen es eigentlich nie, wie sich es entwickelt. Deswegen recht herzlichen Dank. Es macht einfach mit dir viel Spaß, gemeinsam über Whisky zu philosophieren. Ich bin froh, dass wir es nicht live machen, weil dann müssten wir nebenbei noch Fragen beantworten. Da würde ich verrückt werden. Das wäre nichts für mich. Also schönen Dank, dass du da auch Spaß dran gefunden hast, und wie ist dein Fazit von den beiden Whiskys heute? Also erstmal auch an euch nochmal ein herzliches Dankeschön, dass ihr so viel Sitzfleisch mitgebracht habt, uns hier jetzt wieder eine ganze Stunde lang bei unseren Exzessen und Ergüssen zu begleiten. Ich hoffe, das war ein bisschen unterhaltsam. Mein Fazit ist, ich möchte so ein bisschen mal die Werbetrommel rühren für die vielleicht etwas
vergessenen, verpönten Industrie-Whiskys. Da muss man mal so ein bisschen ins Detail reinschauen, dann entdeckt man nämlich doch die eine oder andere Perle. Wenn man sich einfach ein bisschen mit dem Thema Whisky beschäftigt, sollte man das auf jeden Fall machen. Nicht immer nur auf die neuesten Hype-Whiskys schauen, sondern ruhig auch mal den alten, traditionellen nochmal eine Chance geben und schauen, was die so machen. Da ist viel Gutes dabei und ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen inspirieren, euch ein paar Ideen geben, mal in die Richtung wieder zu schauen und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß und Glück, ein gutes Händchen. Ja, würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid, wenn es dann abgeht in die Lowlands. Ich bin schon sehr gespannt, was da bei uns auf den Tisch kommt und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen bei euch. Genau. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.